Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robinson The Journey. Ich habe hier noch ein bisschen das Layout verändert, wie ihr seht. Also ich bin jetzt nicht mehr so ganz im Bild. Da sowieso rechts und links immer schwarze Streifen waren, dachte ich mal, ergänze ich das Ganze mal und packe mich einfach in diesen schwarzen Streifen, der dann entsteht. Und somit habt ihr quasi ein bisschen mehr vom Spiel, was ihr sehen könnt und auch. Ich würde heute Morgen gerne mal nach der Farm sehen. Seit irgendwann gestern Nacht erhalte ich kein Signal mehr vom Kobot. Uns soll doch nicht das Essen ausgehen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe auch getestet, wie das sich das Ganze anhört, und es hört sich alles ganz gut an. Von daher haben wir überhaupt gar keine Probleme. Ich versuche mich jetzt zu orientieren, wo mein Mikrofon ist. Das ist da in der Ecke, das weiß ich. Mal gucken, ob ich mit dem Orientierungssinn mithalten kann. Ich finde es ein bisschen störend, dass meine Hand hier das Ich halbe weiß, Bild dass ich verdeckt. dich nerve, aber es wird höchste Zeit, dass wir ernsthaft Forschung betreiben. Wieso fügst du nicht Tiere in das Infotarium? Ja, mache ich ja. Hier, komm, die Bälle. Sternenumwandlung. Ah, dich habe ich auch. Die hatte ich doch schon alle. Oh. Hey, das habe ich gesehen. Komm her. Bearbeitung läuft. Gibt's da noch irgendwas? Ich habe jetzt alles eingesackt, ja? Komm. Nein. Ist gern erfolgreich. Es ist verrückt. Es ist einfach verrückt, mit dem Kopf zu steuern. Gut gemacht. Maus. Oh nein, ein weiteres völlig intaktes DSF-Ausrüstungsteil ruiniert. War das etwa dein Tier? Undankbares Biest. Lass sie in Ruhe, Hicks. Sie ist eine Waise. Ja, du hast recht. Verdammt. Ich weiß. Eine Waise? Ja, natürlich, wir haben sie ja überlebt. Da war anscheinend auch kein T-Rex. Also, wir werden hier so ein bisschen rumlaufen. Das wird quasi ein chilliges Projekt hier mit euch. Sternenumwandlung. Wir haben ja keine Eile. Die Frage ist nur, wo gehe ich jetzt lang? Okay, zur Farm geht es anscheinend in die Richtung. Und zum Totenkopf geht es in die Richtung. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier lang gehe? Bin noch ein bisschen Arbeitung nervös. läuft. Ich weiß noch nicht, was hier passiert. Aber ich hoffe, nichts Schlimmes. Scan erfolgt. Ich bin entschieden gegen Abenteuer, Robin. Das ist gefährlich. Wir müssen unkartierte Gebiete erkunden. Hier bei der Kapsel leben wir für immer in Sicherheit. Es gibt Leben, Hicks, und es gibt Überleben. Die Kapsel hat nicht einmal eine Dusche. Gut, aber du kannst jederzeit umkehren. Oh. Diese Richtung ist definitiv gefährlich. Ich habe mich vor meinem eigenen Tier erschreckt. Ich habe mich einfach von meinem eigenen Haustier erschreckt. Das muss man sich erstmal reinziehen. Komm, wir gehen erstmal zur Farm. Wir gehen die Story lang. Und sollten wir da nicht mehr vorbeikommen, gehen wir auf jeden Fall zurück. Es scheint eine offene Welt zu sein, deswegen machen wir uns da mal keinen Stress. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Wie schön. Oh, wie cool, hier leuchtet alles. Sternenumwandlung. Die Motten. Ist das? Wie wird gespeichert? Okay, das ist vielleicht ein Safe. Nee, das ist einfach nur Licht. Komm her, ich töte euch. Ich treffe sie nicht. Sternenumwandlung. So. Das ist mein Headset hier verrutscht. Merke ich, indem mir das Bild unscharf wird. Bist du ein Magier oder so? Das ist doch gerade ganz woanders. Ich glaube, wir werden sowieso Richtung Totenkopf gehen. Die Nein! Farm wäre in einem besseren Zustand, wenn die verflixten Pterosaurier nicht angefangen hätten, auf den Klippen zu brüten. Bösartige Quälgeister. Pterosaurier haben wir jetzt auch eingenommen. Da hinten läuft das Viech. Nee, das ist unser. So. Das füge ich sofort hinzu. Das ist wieder eine Vogel. Achso, wir bauen die Vogelscheuche für die Viecher auf. Ich sehe dich.
immer du bist. Wird bearbeitet. Ich will ihn scannen. Ich will den Vogel scannen. Bearbeitung läuft. Irgend so eine Echse, hm? Toll, jetzt ist er weg. Klasse. Einmal den falschen Knopf gedrückt und das Viech ist weg. Da ist noch irgendwas, oder? Nee, das ist ein Schatten. Ich scanne euch alle. Ich will der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. So, die Frage ist genau so. Genau wie bei der Kapsel. Das Wix ist offline. Das war kein Unfall. Ich habe eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Deine Mutter war es hoffentlich nicht. Okay, wir gehen erstmal zur Kapsel. Da oben scheint ein Piratenschiff zu sein. Von mir? Ich wette, die Pterosaurier stecken hinter diesem Stromausfall. Suchen wir den Beweis, damit wir es ihnen heimzahlen können. Das ist eine Leiter. Kann ich die Leiter hochklettern? Gut, ein Platz zum Klettern. Hm. Weißt du noch, was du tun musst, Robin? Nö. Halte dich mit beiden Händen gut fest. Hä? Ey, guck doch weiter nach oben, Mann. Verstehe. Achso, muss ich. Nee, hä? Achso. Jetzt begreife ich es. Kiefer. Ey, was? Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Mach ich, sobald ich Zeit habe, ja? Du kannst ständig an den Stromkabeln hochklettern, Robin. Wir müssen eine richtige Leiter für dich anbringen. Ja, wir müssen erstmal wieder runter. Ich. Oh Gott, das ist ja cool. Ich kann es nicht so schnell lesen. Macht wohl keinen Unterschied. Ratte! Oh, kennen wir schon. Eva! Das füge ich sofort hinzu. So, wir gehen erstmal da hinten hin. Nein, geh doch nicht weg, ich muss dich scannen. Maulwurfmon. Ja, wie ich vermutet habe. Der Grobot ist ebenfalls offline. Deshalb sendet er kein Signal. Irgendetwas hat sich gegen uns verschworen. Etwas, was größer ist als wir beide. Ja, du bist ein Feiner, ne? Ja. Oh. Das ist vollkommen verrückt, Leute. Ich sehe hier einen Dino direkt vor meinen Augen. Ja, ich möchte dich gerne streicheln mit deinen großen, schönen Augen. So. Sieht cool aus. Ich denke nicht, dass wir ihn irgendwie befreien können. Da leuchtet irgendwas. Kannst du das nicht aufmachen? Da! Hühnchen! Bleib ruhig da! Das kann es nicht! Du musst die Flügel finden und wieder anbringen. Kein Strom, kein Grobot, kein Wix. An die Konsequenzen möchte ich gar nicht erst denken. Der hat ein Auge im Mund. Gut! Ah! Pterosaurier! Wollen wir mal reingucken? Inforaum. Kreaturen. Ah, ich muss mehrere davon sammeln, wahrscheinlich. Wie cool ist das denn? Klein, zweibeinig und relativ niedlich. Der Knochenkamm auf dem Kopf dient wahrscheinlich dem Anlocken eines Partners. Sein markantestes Kennzeichen ist sein kurzer Schnabel, zwei Knochen an der Seite des Mauls, das Prämaxillare. Das Prämaxillare sind zu einem verbunden. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Dinosaurier zu den Vögeln dar. Das ist einfach nur cool.
Laika. Tyrannosaurus? Woher? Woher habe ich dich? Weiß ich, dir will ich nicht begegnen, Dude. Gottes Willen. Ich habe Angst. So viel haben wir ja noch nicht. Motten. Anscheinend habe ich die noch nicht komplett voll. Na gut, okay. Gehen wir weiter. Gucken nur mal kurz, wie viel Zeit wir schon haben. Ach, da ist mein Mikro. Gut zu wissen. Gut. So, das Ding ist jetzt weg. Sie haben eine dieser Hexeinheiten. Diese Vögel stehlen wirklich alles. Robin, du musst sie retten. Hast du vielleicht die Windturbine da oben überprüft? Wo fliegt der Pterosaurier hin? Scan erfolgreich. Du kennst die Regeln, Hex. Raus hier. Oh, ja. Tut mir leid. Gescannt und hinzugefügt. Wird stay out. Hier darf einfach nichts anderes sein, außer ich. Ich mit. Ist das eine Karte? Woher habe ich den Strom? Ich sehe diese Pterosauriernester. Sie bauen sie aus unserem Müll. Ich wette, sie gehen leicht kaputt. Crazy, ich kann da wirklich durchgucken. Oh. Ich sehe absolut gar nicht mehr. Hä? Dein Kopf steckt in einem Objekt. Ich will ja auch da reingucken. Was glaubst du, warum ich da meinen Kopf reinstecke? Okay, man sieht da auf jeden Fall ein bisschen. Gut. Na, Raupe? Wie geht's? Soll ich dich töten? Nein. Okay. Und sie. Oh. Wird bearbeitet. Ein Ei. Jetzt zieh dich von meinem Ei. Was? Ich glaube, die Vögel halten nichts von dieser Regel. Da hinten kann ich hochklettern, das sehe ich. Da allerdings auch. Es gibt hier so viele Wege. Gottes Willen. Nein, bleib da! Drecksvieh! Wie soll ich dich jemals einscannen? Ich hasse dich! Na gut, wir wollen ja da hinten hin, ne? Ich bin einfach durch die Pflanze gelaufen. Los. Ah, es wird eine Zitterpartie, da hochzuklettern, ne? Scan erfolgreich. Na gut. Aber da können wir noch gar nicht hochklettern, weil hier dieses scheiß Viech ist. Dann gehen wir in diese Richtung. Gucken, was uns da erwartet. Ab damit ins Infotarium. SK am Hudson River. Wenn du das überall machst, haben wir bald riesige Mengen von Daten. Wird bearbeitet. Spannend. Okay, es gibt nur einen Weg, wie wir nach oben klettern können, und das ist da hinten. Denk dran, sie dir im Infotarium. Das ist da hinten. Ich brauche erstmal Orientierung. Trotzdem hätte ich hier gerne eine Funktion, wo ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Weiß nicht, ich mag es halt nicht, so langsam zu sein. Ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Da hat etwas geleuchtet. Was hat denn hier geleuchtet? Er streckt mich immer vor dem Kleinen, ne? Der Kleine wird mich jedes Mal erschrecken. Naja, ich hoffe, wir kriegen so einen Maulwurf bald mal zu passen. Alter, halt ihn doch fest.
Es muss so bescheuert aussehen für euch. Datenumwandlung. Okay. Und hoch. Nice. Schön hoch. Ist ja nicht so, als hätte ich so ein bisschen Höhenangst. Das füge ich sofort hinzu. Sieh dir das an. Die Windturbine wurde beschädigt. Die Flügel sind überall verstreut. Ich sage dir, Robin, die Pterosaurier werden diesen Tag verfluchen. Wo ist meine Schrotflinte? Hast du sie mit eingepackt? Kann ich sie nicht mehr aufheben? Achso, kein Wunder. Flügel angebracht. Gut gemacht. Dankeschön, aber es ist nur ein Flügel, ne? Nicht die Welt. Hat sich da was bewegt? Hm. Halluzination, glaube ich. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Da muss ich hoch. Das Ding ist im Weg. Ah, natürlich, jetzt aus dem Weg räumen können. Oh, gibt's doch nicht. Zero, zero, zero. Na gut, hier gibt's sowieso nichts mehr zu tun. Geronimo, oh Gott, hoch. Geronimo! Um wen soll ich mich denn jetzt kümmern? Vielleicht wäre das ein dicken Zug. Na komm, viel haben wir ja nicht verloren. Flügel angebracht. Gut gemacht. Wir sollten aufpassen, wenn wir hier rumlaufen. Geht das dann noch höher? Glaub nicht, ne? Oh Gott. Wie ein kleiner Psycho. Jetzt muss ich auch noch runterklettern. Aber hier konnte ich runterspringen, das weiß ich. Muss Robin dazu bringen, besser darauf Acht zu geben. Wie mache ich das Anbauen für ein Kind interessant? Ich finde das sehr interessant. Okay. Wir werden das Ding jetzt aus dem Weg räumen und dann werden wir da hochklettern. Huch. Ist wohl ein bisschen zu schwer, kann ich verstehen. Ist das auch zu schwer? Geh jetzt. Gut, du musst mir helfen. Leica, brüll. Das bringt nichts, das anzubrüllen. Ich soll das wegschieben. Komm her. Dahin. Etwas weiter. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich kann das nicht hochheben. Warum habe ich keinen? Ich habe keinen Strom. Das Stromkabel, ich muss das Stromkabel verfolgen. Dann klettern wir also nochmal hoch. Ich habe ja so viel Spaß beim Klettern. Zack. Man muss nur wissen, wie. So. Ein Teil des Stromkabels führt ja darunter zur Maschine, ne? Ach, die Windturbine, stimmt, die Windturbine. Das ist die Windturbine, ne? Sind hier denn irgendwo noch mehr Teile? Ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt komplett dran gewöhnt, hier rumzulaufen. Es ist also gar nicht mal so schlimm. Sogar recht entspannt. Nur es fehlen die Teile. Da sehe ich auch nichts. Ah.
Holy shit, bist du groß. So, es fehlen mir noch zwei Teile. Die müssen hier oben irgendwo sein. Wo guckst du hin? Hast du da irgendwas entdeckt, mein Kleiner? Ach, da kann ich auf meine... Oh, interessant. Hallo, hier geht's ja weiter. Da ist sie. Das füge ich sofort hinzu. Noch bekommen. Wird bearbeitet. Aha, ich hab sie beide bekommen. Ihr kleinen Pisser hier. Ihr habt gedacht, ihr entkommt mir. Aber so nicht. So, eine ist hier auf jeden Fall. Ich muss sie jetzt zurückschleppen. Und da sehe ich noch eine. Glaube ich zumindest. Wir haben Energie, das heißt... Halt's Maul da hinten. Das heißt, irgendwann müssen wir loslassen. Haben die mich gerade angebrüllt? Das finde ich jetzt aber nicht so nice von euch. Vielleicht gucke ich gerade wieder gegen die Wand, ne? schön. Ich finde das lustig, dass ich irgendwann die Orientierung verliere. Ach, ihr seid wieder da. Dein Heckenpisser hier. Lasst mich in Ruhe und mein Zeug. Geht euch gar nichts an. Okay. Ah! Und der Typ da unten wird dann aufräumen, höchstwahrscheinlich. Aber ich werde noch ein bisschen in die Ecke gehen, wo die zwei Dinosaurier gerade hin sind. Einfach nur, um zu gucken, was da hinten ist. Gemacht, Robin. Strom ja. Ist wiederhergestellt. An Bord der Esmeralda hättest du locker als Konstrukteur arbeiten. Es wird immer größer. Geile Sache. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Oh Gott. Ich werd so eine Nackenmuskeln bekommen. Ich habe naja so ein Kinn. Kinn sage ich schon. So einen Nacken habe ich später. Bleib stehen. Ich muss mich anschleichen. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Geh doch nicht weg! Warum? Okay. Du willst Stress? Ich hoffe, du verreckst, ja, ganz ehrlich. Ich hoffe, du verreckst in deinem Loch. Du wirst nämlich nicht mehr rauskommen. Kakerlake. Kennen wir schon. Verpisst euch! Ist das? Gut gemacht. Was bringt mir jetzt die Info, dass hier was ist? Wird bearbeitet. Ja, hier war noch ein Pisser drin. Oh, lass uns da hochgehen. Ach, es geht nicht. Ich will die Aussicht genießen. Na gut. Bearbeitung läuft. Ich würde sagen, dann ziehen wir weiter. Und es wird auch langsam Zeit, die Folge zu wenden, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß an diesem Spiel habt und morgen wieder einschaltet. Es ist ein klasse Spiel, es gefällt mir. Ich hab eine Menge Spaß, ich kann gar nicht aufhören zu spielen. Es ist einfach so cool. Es ist einfach unglaublich. Ich hab's mir zwar ein bisschen besser vorgestellt mit VR, klar. Weil ich irgendwo auch Erwartungen hatte, die nicht erfüllt worden sind. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Geronimo! cool. Coole Sache. Hier kann ich doch bestimmt einfach runterspringen, ne? Was war das für ein Geräusch? Ach, das Ding funktioniert wieder. Die Kuppel. Ich würde sagen, wir stellen uns mal rein. Mit aktiviertem Wix können wir die Trümmer bewegen. Naja, du kannst. Ah. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder.
zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.